Hallo und zurück auf In the State Wattkopf. Als nächste Speakerin und für viel Inspiration wird Frau Dr. Julia Moorbacher suchen. Sorgen. Sie ist Leiterin des DigiHub Südbaden. Sie ist jetzt auch schon zugeschaltet. Wunderbar. Und sie sagt selber, mein Ziel ist, dass regionale kleinere und mittlere Unternehmen Digitalisierung als Möglichmacher für Innovation nutzen und sich so für die Zukunft stärken. Ich sage es mal so, gerade bei Schulen sieht man ja, dass da auch jahrelang Digitalisierung massiv verschlafen wurde. Man hat viel drüber gesprochen, aber nichts gemacht. Frau Dr. Julia Moorbacher, sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ich denke, technisch ist alles soweit vorbereitet und ich würde Ihnen gerne das Wort geben, wie immer, circa 20 Minuten. Danach haben wir Zeit für Fragen, die von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kommen. Wunderbar. Ich versuche das technisch hier hinzubekommen. Genau. Einen Moment. Vielleicht gerade auf einem Anschluss haben wir dann auch, glaube ich, die Mittagspause, ne? Von 30 Minuten ab 11.45 Uhr dann ungefähr. Wunderbar. So, ich hoffe, Sie sehen wahrscheinlich jetzt, jetzt muss ich doch nochmal das Fenster wechseln. Das ist auf einem Bildschirm anstatt zweien heute zu arbeiten, ist ein bisschen kritisch. Jetzt. Genau. Also Digitalisierung, Sie sehen, ist auch nicht in allen Details meine Stärke. Schön, dass Sie heute hier sind bei meinem Vortrag von den kleinen Lernen, Mut zur Digitalisierung und Innovation. Bevor ich anfange, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon auf meinem LinkedIn-Profil gespitzt und hat gesehen, Moment mal, die Frau ist eigentlich Naturwissenschaftlerin, denn ich komme ursprünglich aus der Biologie. Das war meine Leidenschaft über viele Jahre. Und auf der linken Seite in diesem Bild sehen Sie Pflanzenwurzeln und Pflanzenblattzellen, die ich bearbeitet habe. Das sind also Aufnahmen, die ich gemacht habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie Pflanzen Eisen in über ihre Wurzeln aufnehmen und wir so vielleicht bessere Pflanzen für unsere Ernährung züchten können. Über diese Thematik des Datensammelns und des Datenaufbereitens in der Naturwissenschaft bin ich dann immer näher im Lauf meines Werdegangs gerückt Richtung Innovation und Digitalisierung. Vor allem das Thema Innovation hat mich nicht mehr losgelassen, sodass ich mich derzeit auch nochmal weiterbilde und gerade meine Masterarbeit auch schreibe im Technologie- und Innovationsmanagement, also hin zur rechten Seite des Bildes. Und ich leite mittlerweile den Digital Hub DigiHub Südbaden, einen von 10 regionalen Digitalisierungszentren in Baden-Württemberg. Das Digital Hub-Netzwerk wurde vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ins Leben gerufen und wir haben eben diese 10 regionalen Digital Hubs, die Sie hier auf der Karte sehen. Und es gibt auch die DE-Hubs, die Sie mit Sicherheit auch schon wahrgenommen haben, zu verschiedenen Technologien und thematischen Schwerpunkten. Und da 3 davon sind bei uns in Baden-Württemberg auch gelandet. Und auch hier sind wir im engen Austausch. Noch ganz kurz zum DigiHub. Wir sind Netzwerker hauptsächlich. Wir haben ein starkes Netzwerk aus Digitalisierungsmanagern, das sind wir, weiteren Experten und Lösungsanbietern. Wir sagen von der Region für die Region, wenn es möglich ist. Wir sensibilisieren und informieren. Wir machen mit einem Digitalisierungscheck eine kostenlose Erstanalyse für die Unternehmen und ist auch total neutral, ist ja öffentlich gefördert. Wir vernetzen dann, wenn es geht, mit den passenden Experten und zeigen Best Practices auf, lassen Best Practices aufzeigen und bauen Unternehmernetzwerke auf. Und wir begleiten auch, indem wir dann tiefergehend nochmal mitberaten, vor allem bei den kleineren Unternehmen, die sich oft scheuen, dann doch Beratungshäuser, größere Beratungen mit einzubeziehen. Wir bieten Workshops an und wir helfen auch bei Fördermittelberatung. Unsere Themenschwerpunkte ergibt sich aus unserem Konsortium, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich stelle Ihnen eine Frage. Wann waren Sie denn in 2020 mutig? Haben Sie was ganz Neues gewagt, wie der Herr auf der linken Seite im Bild?
ist ein Einradfahrer, das ein Bild von Chris Holm. Er ist es nicht auf dem Bild, aber das ist genau das Ding. Gehen Sie mutig voran, probieren Sie was Neues aus, wagen Sie auch mal was, wo Sie auch wirklich auf die Schnauze fallen können. Ist Ihnen das in 2020 in diesen unsicheren Zeiten gelungen? Oder war das, wo Sie sagen, Sie waren mutig, dass Sie in der Boxershort oder in der Schlafanzughose in Ihrem Zoom-Meeting saßen? Immer natürlich im Hinblick darauf, dass der Postbote klingelt, man aufsteht und sich blamiert. Was ist für Sie Mut? Die kleinen Unternehmen, die wir hauptsächlich beraten, brauchten dieses Jahr viel Mut. Wir sind vor allem stark unterwegs im Bereich Tourismus, im Bereich Gastronomien, im Bereich Dienstleistungen. Und Sie sehen die Anzahl der Unternehmen in Baden-Württemberg. Ich habe hier mal eine Statistik mitgebracht. Nach Umsatzgrößenklassen sieht man schon sehr stark, wir haben sehr viel kleine und mittelständische Unternehmen und auch vor allem eher die kleineren Unternehmen, die bei uns viel ausmachen. Und eine aktuelle Umfrage vom RKW, Kompetenzzentrum, hat ergeben, also von diesem Jahr eine Umfrage, trotz Corona in den nächsten 24 Monaten oder vielleicht auch wegen Corona, wahrscheinlich sogar, beschäftigt die Unternehmen vorwiegend das Thema, klar, Finanzen und Liquidität. Das haben wir sehr stark gemerkt, nachdem bei uns ab April quasi alles erstmal tot war, die ganzen Anfragen und jetzt alle kommen. Aber dann auch das Thema Digitalisierung und der Vorredner hat ja auch schon drüber gesprochen, Geschäftsmodellentwicklung. Diese Umfrage wurde vor allem auch bei kleineren Unternehmen durchgeführt. Ich denke, dann kann man sehr gut daraus ableiten, wie wichtig das Thema bleiben wird. Es geht nicht wieder weg. Jetzt habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, einfach um Ihnen mal zu zeigen, was unsere kleineren Unternehmen sich getraut haben, denen plötzlich der komplette Umsatz weggebrochen ist. Hier habe ich ein Beispiel von einem Gitarrenlehrer aus Freiburg. Ein sehr guter Gitarrenlehrer, der auch ein Gitarreninstitut hier leitet. Und ihm sind natürlich durch den ersten Lockdown von heute auf morgen alle Umsätze, alle Einnahmen durch Unterricht und Konzerte komplett weggebrochen. Er hat dann die Zeit genutzt und hat gesagt, okay, ich habe jetzt natürlich freie Zeit dadurch und komponiere nicht nur, sondern nutze tatsächlich die Zeit, um in Equipment zu investieren und aufzubauen und tatsächlich Videos zu drehen und hat nun abrufbare Online-Kurse geschaffen, die hinter einer Paywall sind und kann so nochmal Kunden wirklich an sich binden, indem er dann Blended Learning anbietet, das heißt dann auch nochmal 1:1 Sessions im Nachgang anbieten kann, etc. Und er hat mir jetzt kürzlich erzählt, er kommt jetzt an den Punkt, wo sich die Investition schon ausbezahlt hat, also ist da die Investitionskosten sind schon wieder drin und kommt jetzt an den Punkt, wo er sagt, jetzt kommt natürlich der 1:1 Unterricht wieder, kam vor dem jetzigen Lockdown, aber zusätzlich hat er eben nochmal die Videos und kann noch neue Kunden eben generieren. Ein sehr schönes Beispiel, und wenn Sie Gitarre lernen wollen, dann haben Sie hier einen super Lehrer an der Hand. Südbaden, generell Baden ist ja ein Weingebiet. Das durfte ich erfahren, als ich vor 2 Jahren hierher kam. Und die Winzer nutzen das hier auch sehr, sehr gut. Die Digitalisierung nicht nur im Weinbau selbst eben. Wir haben tatsächlich Winzer, die nutzen Drohnen und andere digitale Technologien, sondern sie nutzen auch Marketingmaßnahmen, um auch die Kunden näher zu binden, um den Kundenkreis auch zu erweitern. Ein Beispiel hier ist das Weingut Schloss Ortenberg, die wirklich diese Online-Weinproben, die es schon gab, aber im Lockdown sehr stark ausgebaut haben. Und ich denke, wenn Sie Winzer kennen, dann werden Sie mit Sicherheit den einen oder anderen kennen, der das ebenso gemacht hat. Und auch das Weingut nutzt es weiterhin, auch nach dem Lockdown oder nach diesem harten Lockdown, um eben weitere Kunden zu binden und auch weitere Kunden zu erreichen. Wenn Sie sich da weiter mal drüber informieren wollen, wie das für die Winzer so abgelaufen ist, was da besonders wichtig war, welche Erfolgsfaktoren eine Rolle gespielt haben, gibt es auf unserer Webseite, die ganz unten steht, DigiHub Südbaden, unter unserem Blog, unserer Wissensplattform auch, einen Blogbeitrag dazu. Und jetzt die Frage an Sie. Wie gehen Sie denn an Digitalisierung ran? Eher so, ja, hier soll ein System eingeführt werden, da passiert was, in der Abteilung passiert was.
sehen wir leider sehr oft, oder haben Sie eine Strategie? Wir haben tatsächlich in der Umfrage erfahren und haben es auch selber bestätigt, dass vor allem die kleinen Unternehmen keine Digitalisierungsstrategie haben. Strategie klingt immer wie ein großes Wort. Dabei ist es wirklich nur das Aufzeichnen von der Vorgehensweise, von was ist mein Ziel, wo bin ich gerade und wo möchte ich hin und wie komme ich dahin. Die Wege zur Digitalisierung sind gar nicht so schwer und so lang. Wer kann helfen? Das sind zum einen, gerade für die Kleinen, auch gute Ansprechpartner sind immer die Kammern. Dann, wenn wir in Baden-Württemberg sind, sind es die Digital Hubs, aber es gibt eben auch in anderen Bundesländern Digital Hub-Netzwerke. Es gibt verschiedene Verbände, die helfen können. Es gibt Unternehmensnetzwerke, wie zum Beispiel EIT. Es gibt die BWCon in Baden-Württemberg. Es gibt das Fraunhofer IAO. Es gibt ganz, ganz viele Player, die Sie unterstützen können. Wie geht man vor? Das sind eigentlich die drei Punkte: Prüfen, Planen, Machen. Das Machen ist eben das, was die Kleinen uns dieses Jahr gut gezeigt haben. Die haben binnen kürzester Zeit, mussten sie machen, sind die Umsätze eingebrochen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu digitalisieren. Da habe ich eine schöne Anekdote für Sie. Bei meiner Kollegin mitten auf dem Dorf in Südbaden, im südlichen Schwarzwald, klingelte es an der Tür abends. Und dann war eine junge Frau an der Tür und sagte, ich habe gehört, Sie machen doch Digitalisierungsberatung. Ich bin Fitnesstrainerin und mir bricht gerade alles weg, weil ich meine Kurse nicht mehr anbieten kann. Und nach einem 2-3-stündigen Beratungsgespräch war die Frau in der Lage zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie ich ungefähr vorgehen muss und ich biete meine Kurse online an. Sie hat sich dann nochmal ein bisschen Umsetzungshilfe geholt und bietet wirklich ihre Kurse seitdem online an und erreicht dadurch auch Kunden über die Region hinaus. Also einfach auch mal machen und ausprobieren und auch, das war ja eben auch das Thema bei den Geschäftsmodellen, wirklich schrittchenweise entwickeln, prüfen, tun, wie eine iterative Schleife. Wichtig dabei ist auch, dass Sie zugeben, oder zugeben ist ein großes Wort, aber dass Sie sehen, Sie brauchen einen Umsetzungspartner, wenn Sie es nicht aus eigenem Hause stemmen können mit Ihren Kompetenzen. Es gibt Fördermittel. Zum einen für Beratung. Wir haben natürlich, es gibt viele Canvas, viele Modelle da draußen, die man nutzen kann, wenn man sich damit auskennt. Wenn man sagt, okay, ich bin damit total überfordert, gibt es eben Fördermittel und dann Berater, die einem da helfen können. Und ein ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird, ist, die Mitarbeiter, die derzeit in den Unternehmen arbeiten, die vielleicht 40, 50 oder auch schon Richtung Rentenalter gehen, 60 plus, sind nicht unbedingt die digitalsten. Aber sie haben ein großes Wissen, großes Know-how über die Firma, über die Branche, über das Feld. Und es gibt Möglichkeiten und super Programme, um die Kompetenzen, die Digitalkompetenzen dieser Mitarbeiter so auszubauen, dass sie nachher diejenigen sind, die das Unternehmen auch digital mit nach vorne tragen. Das erzähle ich Ihnen mit Sicherheit auch nichts Neues, soll nur eine Anregung sein. Nutzen Sie bestehende Innovationsmethoden. Vielleicht haben Sie jemanden im Haus, Innovationsmanager oder Menschen, die sich mit den Methoden auskennen, die auch schon Erfahrung damit gemacht haben. Und die Innovationsmethoden kann man tatsächlich auch nutzen, um sich selbst zu digitalisieren, also interne Kunden zu befriedigen, zum Beispiel durch Prozessdigitalisierung oder eben um externe Kunden zu befriedigen und Kundenbedürfnisse zu erkennen und dementsprechende Angebote zu schnüren. Wichtig dabei sind vor allem Kreativität. Das wird oft vergessen, aber das sollte dringend zugelassen werden. Und für Kreativität, um da wirklich breite Blickwinkel zu haben und von allen Seiten Dinge zu beleuchten zu können, ist es ganz wichtig, gemischte Teams daran arbeiten zu lassen. Also es nützt nicht besonders viel, wenn 4 Männer, Alter 35 bis 40, alle weiß und alle in ähnlicher Position an einem Tisch sitzen, die haben genau den gleichen Blickwinkel auf ein Problem oder auf eine Herausforderung. Setzen Sie gemischte Teams zusammen, geben Sie Freiräume. Es gibt genug Methoden, es gibt genug Vorbilder, wie zum Beispiel Google, die uns vormachen, wie es gehen kann und wie man auch Innovationsmanagement in
in eine Firma integrieren kann. Ich glaube, heute Nachmittag gibt es auch nochmal einen Vortrag über Innovationsmanagement. Digitalisierung und Technologie sollte nie wirklich nur von der Technologie ausgedacht werden, sondern sie sollte wirklich als Enabler, als Möglichmacher genutzt werden. Also Sie möchten ein Ziel erreichen. Das Ziel heißt aber nicht, wir möchten unbedingt Blockchain einsetzen, sondern Sie möchten ein Kundenbedürfnis befriedigen. Sie möchten mehr Einnahmen erzielen. Dazu setzen Sie eine Digitalmethode oder eine Digitaltechnologie ein. Also nie von der Technologie rein ausdenken, sondern die Technologie dann mitdenken, um Kunden nutzen und Kundenbedürfnisse eben zu befriedigen. Nutzerzentriertes Denken, ich glaube, das habe ich jetzt schon 50 Mal erwähnt, ist ziemlich wichtig. Das hat mein Vorredner auch schon besprochen oder angesprochen. Und da kam auch die kritische Frage, wenn ich den Nutzer, wenn ich nur den Nutzer frage, was er will, dann sagt er schnellere Pferde. Natürlich muss man auf die Bedürfnisse eingehen. Möglichkeiten, Methoden, um diese Möglichkeit zu nutzen, gibt es genug. Da kann man zum Beispiel das Design Thinking sehr gut nehmen, ist aber auch nichts, was man in einem Zwei-Tages-Workshop lernt oder durchziehen kann. Man sollte sich wirklich intensiv mit diesen Methoden beschäftigen und sich gegebenenfalls auch externe Hilfe holen. Eine weitere Methode, die ich auch sehr empfehlen kann, auch intern auch mal was auszuprobieren, ist die Lean Startup Methode. Liegt mir als Wissenschaftlerin natürlich sehr nahe, eine These aufzustellen, diese zu überprüfen und immer wieder in iterativen Schleifen eben die Lösung zu verbessern. Genau. Eine sehr schöne Innovationsmethode auch, die man auch für Digitalisierung sehr gut nutzen kann, ist die Job-to-be-done-Methode, wo auch vom nutzerzentrierten Denken aus gehandelt werden kann. Unterstützend bei der Entwicklung können agile Frameworks sein, also Scrum, wenn es jetzt kennt man ja hauptsächlich aus der Softwareentwicklung, aber eben auch Kanban. Und das kann sehr stark unterstützen und die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, wie auch der Kunde in den Entwicklungsprozess mit einbezogen wird, kann eine gute Möglichkeit sein, um ein sehr sauberes Produkt zu entwickeln. Ich bin zu schnell. Binden Sie Partner ein. Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Innovation, aber auch für Digitalisierung. Also ich sehe Digitalisierung und Innovation nicht ganz getrennt, denn man kann auch unternehmenseigene Innovation durch einfache Digitalisierungsmaßnahmen hinbringen. Man kann natürlich sich aber auch komplett neu aufstellen durch digitale Geschäftsmodelle. In jedem Fall binden Sie Leute ein, die Ihnen helfen können, die Sie beraten. Das muss keine viele tausend Euro teure Beratung sein. Das kann jemand sein, der mal einen externen Blick drauf wirft. Binden Sie Umsetzer mit ein. Die Leute, die wirklich sagen, ich kenne mich mit den Dingen, die du davor hast, mit der Strategie, mit den Umsetzungsmöglichkeiten dieser Strategie, kenne ich mich aus und ich kann dir wirklich dabei helfen, setzen Sie diese Leute ein. Das können auch Startups sein. Also ganz, ganz viele Startups gehen Kooperationen mit größeren Firmen ein, aber mehr und mehr auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, um beiden Seiten quasi zu helfen. Sprechen Sie mit Vorreitern. Wer hat den Schritt schon getan? Wer ist schon vorne mit dabei? Sprechen Sie die Leute an. Meistens sprechen Sie sehr gerne darüber. Es sind ja Erfolge, die Sie vorzeigen können. Man kann dann auch sehr gut ansprechen, was hat denn nicht so gut geklappt? Woran seid ihr denn gescheitert? Warum seid ihr den Weg gegangen, den ihr gegangen seid? Und wenn es dann wirklich um die Umsetzung auch geht und Sie sagen, okay, es gibt nichts am Markt, was uns irgendwie helfen könnte, wir haben da aber eine coole Idee, wir wollen da unbedingt weitermachen, suchen Sie sich Forschungseinrichtungen wie Hochschulen, angewandte Hochschulen, Universitäten oder Forschungsinstitute und klopfen Sie ab, ob die eben Ihnen weiterhelfen können in Ihrer Entwicklung. Da gibt es sehr schöne Fördermöglichkeiten, zum Beispiel die ZIM-Projekte. Und gerade die angewandten Hochschulen sind sehr offen für die Kooperation. Es ist tatsächlich in der Zusammenarbeit, in der Anbahnung manchmal ein bisschen schwieriger. Auch da versetzen Sie sich bitte in die Lage der Forschungsinstitutionen. Die sind eigentlich da, ihre Forschung voranzutreiben und die Produktentwicklung für andere oder die Forschung und Entwicklung für andere läuft natürlich auch.
Aber es ist eben nicht jeder Professor, nicht jeder Lehrstuhl darauf ausgelegt, immer komplett mit externen Firmen zusammenzuarbeiten. Also da auch ein bisschen Geduld mitbringen, ein bisschen Durchhaltevermögen haben, dann finden Sie den richtigen Partner. Kollaborieren Sie mit Ihren Kunden. Ich glaube, das wurde auch schon vom Herrn Dr. Irmatinger eben gesagt. Co-Creation mit dem Kunden macht sehr, sehr viel Sinn. Sie sitzen direkt, Sie sehen direkt die Bedürfnisse und ich meine mit Kunden wirklich auch interne Kunden. Also wenn Sie für eine Abteilung ein Problem lösen wollen, wenn Sie Prozesse optimieren wollen, digitalisieren wollen, binden Sie diese Leute mit ein. Die haben extrem viel Wissen, die wissen, was sie brauchen, die wissen, was ihnen auf den Keks geht im derzeitigen, in den derzeitigen Prozessen. Und so kann man gemeinsam auch an Ideen weiterentwickeln. Und schauen Sie sich auf jeden Fall auch an, was die Mitbewerber tun. Und im Zweifelsfall gehen Sie sogar Partnerschaften mit Ihren Mitbewerbern ein. Ja. Alles klar. Ich bin noch nicht ganz durch. Das ist die letzte Folie. Genau. Ich hatte nur was gehört mit einer Frage, deswegen habe ich unterbrochen. Die Erfolgsfaktoren, wenn es um Innovation und auch Digitalisierung geht, die zusammenspielen müssen, damit es super gut funktioniert. Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und die Bedürfnisse der Nutzer. Das war eigentlich alles, was ich Ihnen mitzugeben hatte. Hauptsächlich wollte ich Ihnen heute mitbringen, die Kleinen haben Mut und haben einfach gemacht. Machen Sie auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Julia Moorbacher. Wunderbarer Vortrag. Sie haben ja am Anfang die Frage gestellt, mutig. Wer war mutig in 2020? Wir hatten auch eine Rückmeldung von Thilo Franke. Er hat vor 2 Wochen vor dem ersten Corona-Shutdown, so habe ich es verstanden, gegründet gehabt. Musste jetzt praktisch im zweiten Shutdown sein Geschäftsmodell oder sein Business nochmal anpassen. Nur eine kleine Anekdote zur Essentri AG. Wir haben vor 10 Jahren ziemlich genau in der Finanzkrise gegründet. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als unsere Eltern gesagt haben, seine Söhne, seid ihr verrückt, jetzt zur Finanzkrise überhaupt zu gründen. Das macht doch vielleicht gar keinen Sinn. Ich glaube, das ist von uns auch so eine gewisse Grund-DNA mit dem Vorsprung, auch nie den Status quo tatsächlich zu akzeptieren, weil nur so hat es am Anfang auch funktioniert. Wie mutig darf man denn sein, Frau Dr. Julia Moorbacher? Also wie mutig dürfen Unternehmen, gerade kleinere Unternehmen sein? Weil es hängt ja doch auch immer ein bisschen was davon ab. Natürlich hängt viel davon ab, aber wir hatten dieses Jahr wirklich den Extremfall. Also wenn der Mut nicht da war, dann sind auch Geschäfte zugrunde gegangen. Ja, und wo Soforthilfen etc. nicht ausgereicht haben, um Dinge aufzufangen. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn man an die kleinen Unternehmen denkt, die haben oft nicht die Rücklagen, um auch die Differenzen, die Differenz finanziell aufzufangen, die da entstanden ist zwischen Soforthilfe und dem eigentlichen Umsatz oder dem eigentlichen Einkommen. Und ich denke da auch an die Solo-Selbstständigen. Wir in Baden-Württemberg hatten die Ausnahme, dass die Solo-Selbstständigen ihr Einkommen auch als Soforthilfe bekommen konnten. Das war nicht in ganz Deutschland so. Also ich glaube tatsächlich, gerade die kleinen Unternehmen mussten mutig sein. Es blieb ihnen ganz oft gar nichts anderes übrig, sonst waren sie zum Untergang fast verurteilt. Sie haben ja vorher auch als Beispiel das ZIM-Projekt erwähnt gehabt. Das ist eine Möglichkeit, um eben Fördermittel zu beantragen. Was für sonstige Möglichkeiten habe ich denn jetzt so als KMU an solche Fördermittel zu kommen? Oder gibt es da noch zusätzliche Alternativen? Weil ich sage mal, bei ZIM ist ja auch immer ein bürokratischer Anteil dabei. Den muss ich bewältigen. Ich muss mich da auskennen. Vielleicht brauche ich da ja auch eine gewisse Beratung dafür. Was für sonstige Fördermöglichkeiten kennen Sie da noch oder können Sie auch empfehlen? Ja, also es gibt, das kommt natürlich wirklich darauf an, was hat man vor. Wenn es jetzt wirklich um Digitalisierungsmaßnahmen geht und da meine ich auch Dinge, die für uns vielleicht auch schon selbstverständlich erscheinen, eben aber für die Unternehmen nicht immer selbstverständlich sind, gibt es zum Beispiel ganz neu jetzt die in Baden-Württemberg zumindest die Digitalisierungsprämie Plus.
die man beantragen kann. Das war früher die Digitalisierungsprämie und an Kredit gebunden. Das ist mittlerweile auch als reiner Zuschuss zu beantragen, zu einer Investition, die getätigt werden muss. Also, und die ist recht einfach zu beantragen, kam aber jetzt gerade erst raus. Das Programm ist ziemlich groß. Informationen dazu findet man bei der L-Bank oder beim Wirtschaftsministerium. Dann gibt es Digital Jetzt. Das ist ein Programm, das ist vom BMWI gestartet worden im Sommer und wurde so überrannt, dass dann die Leute immer zum 15. quasi 500 Anträge einreichen konnten. Also da waren die Server auch binnen Minuten, glaube ich, immer überlastet. Das wird jetzt ein bisschen anders gehandelt. Ich glaube, es wird jetzt gelost. Also wer sich bewerben kann, wird ausgelost. Genau, das sind so ganz attraktive Dinge, wenn es um Digitalisierung geht. Und für Innovation gibt es eben Innovationsgutscheine, auch gerade wenn es um kleinere Innovationen geht, um Kooperationen eben mit Startups oder halt auch Forschungseinrichtungen, kann man das sehr gut nutzen. Ein prima Überblick dazu gibt es zum einen eben beim Land Baden-Württemberg, aber eben deutschlandweit auch kann ich absolut die Förderdatenbank empfehlen, auch wenn sie nicht besonders nutzerfreundlich ist. Aber da einen Blick reinzuwerfen, man sollte das Geld wirklich nicht liegen lassen, die Töpfe sind da. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannende Hinweise. In Bezug auf Baden-Württemberg gab es auch eine Frage, gibt es ähnliche Institutionen oder Organisationen wie DigiHub auch in Bayern? Es gibt, soweit ich weiß, ein Digital Hub-Netzwerk auch in Bayern. Müsste man tatsächlich nochmal online gucken. Also ich habe da irgendwann tatsächlich auch mal recherchiert und bin drüber gestoßen. Und ich weiß zum Beispiel, im Allgäu gibt es auf jeden Fall auch ein Digitalisierungszentrum. Gerade Bayern wird es das auf jeden Fall geben. Aber ich verspreche es nicht. Aber ich denke, da wird man relativ leicht bei einer Recherche drüber stoßen. Eine Frage war noch, Frau Dr. Julia Mohrbacher, woran Sie glauben, dass Unternehmen tatsächlich so wenig in Kreativmethoden überhaupt investieren? Also egal, ob in Bezug auf Workshops oder auch sich die Zeit nehmen, an was kann es liegen? Also was kriegen Sie da so mit? Naja, kreativ sein heißt natürlich auch in alle Richtungen denken und wilde Ideen haben. Das verbrennt Zeit. Das ist Zeit, die oft, was oft in Unternehmen nicht gewünscht wird, dass man die mit sowas verbringt. Kann natürlich auch sehr, sehr positive Effekte haben. Aber es gibt, ich kenne diese kritischen Stimmen. Es gibt viele, die sagen, ach, was soll ich denn mit Design Thinking oder mit Workshops? Das ist alles nur Spielerei. Aber im Endeffekt ist es eine Möglichkeit eben, Design Thinking ist eine Haltung eigentlich. Das ist nur eine Sammlung von Methoden, die da sind. Aber es ist eine innere Haltung, einfach nochmal anders heranzugehen an Fragestellungen, die eben Kunden und Nutzer haben, Bedürfnisse und da wirklich auch wirklich Neues zu kreieren. Aber ganz oft erleben wir leider auch auch gerade in den kleinen Unternehmen diese Vorurteile so, ja, nee, da haben wir keine Zeit dafür, haben wir keine Ressourcen dafür, wer soll das denn machen? Und das Einbinden auch von Innovation oder auch von Ideen, die da entstehen, in das Tagesgeschäft erscheint oft sehr schwierig. Ist es dann, nur ein Auslassen der Möglichkeiten oder ist es vielleicht auch Angst, dass es zu teuer wird? Also dass man sich gerade, als kleineres Unternehmen hat man vielleicht die großen Beratungsfirmen im Kopf, wo man sehr schnell sagt, ja, was ist das überhaupt was für uns? Das ist doch viel zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Kriegt man das auch ein bisschen mit? Haben Sie da auch ein Gespür dafür? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus. Also es ist tatsächlich, wir sehen es auch bei einem Partnerprojekt, die im Bereich Klimaeffizienz beraten, auch als komplett neutrale und 100% öffentlich geförderte Stelle. Gerade die kleineren Unternehmen haben wirklich den Fokus auf ihr Tagesgeschäft und auf ihre Branche, auf ihr Business, was sie tun und was müssen sie dafür tun, um sich da zu erhalten, beziehungsweise um dort Erfolg zu haben. Und da stehen tatsächlich, und es ist traurig, aber es ist leider so, Dinge wie Klimaeffizienz, Innovationsmethodiken oder auch tatsächlich auch Digitalisierung ganz oft immer noch nicht im Fokus. Das ist absolut spannend, ja. Vielleicht noch die ganz kleine Frage zum Abschluss. Wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt hat, ja, spricht mich direkt an, wie kann ich denn in Kontakt treten und was für ein Angebot hat jetzt zum Beispiel der DigiHub dann tatsächlich?
Also gerne jederzeit mit uns in Kontakt treten. Die Kontaktdaten sind zum einen hier, zum anderen wirklich auf die Webseite gehen. Da findet man alles, wie man an uns rantreten kann. Das geht ganz unkompliziert. Und wir machen, wie gesagt, zum einen als erstmal Beantwortung aller möglicher Fragestellungen versuchen wir zu helfen. Wenn wir eine Frage nicht beantworten können, fragen wir unser Netzwerk. Wir haben ein riesengroßes Netzwerk hier gesponnen und aufgebaut in den letzten zwei Jahren, wo man unkompliziert, wo ich jederzeit anrufen kann, meine Kollegen jederzeit anrufen können, Fragen stellen können, sagen können, du hör mal zu, ein Kunde von uns oder ein Kunde von uns hat das und das Problem. Wie würdest du da rangehen oder was ist die Antwort? Zum anderen machen wir eben eine Analyse, was als sehr hilfreich empfunden wird und auch sehr, sehr gut angenommen wird. Wir machen Digitalisierungschecks und zwar nicht online, wo ich nicht weiß, wo gehen meine Daten hin, was passiert damit, sondern wir gehen ins Unternehmen beziehungsweise gehen digital in ein Meeting und sprechen so um die 90 Minuten. Das geht aber auch mal 2 Stunden in einem sehr organischen Gespräch. Genau, und gucken, wie ist Ihr Status quo im Hinblick auf Digitalisierung und helfen ganz unkompliziert weiter. Es gibt dann einen Bericht, den schreiben wir händisch tatsächlich. Also und man macht sich viele Gedanken. Wir zeigen Handlungsempfehlungen auf, zeigen die passenden Fördermittel auch auf. Aber wir sagen auch, Digitalisierung nicht um der Digitalisierung willen, sondern das, was Sinn macht und richtig wunderbar. Ist. Wunderbar. Frau Dr. Julia Moorbacher, das vom DigiHub Südbaden. Wir sind soweit hier fertig. Wir machen hier im Wattkopf eine Pause. Die nächste Session direkt im Anschluss 11.45 Uhr dazu in die Session Alpufer reinklicken. Da geht es dann weiter. Kurz vor der Mittagspause. Fälschlicherweise habe ich es, glaube ich, vorher falsch gesagt. Vielen Dank nochmal und Grüße und bis später.